Hallo. Ich habe den Freund, aka inzwischen Ehemann, mit dabei. Und wir haben eine Degusta-Box. Ich dachte, weil wir jetzt so verheiratet sind und cool und so, vervollständigst du vielleicht meinen Satz. Es ist die, welchen Monat haben wir heute? Es ist Oktober. Dann ist es entweder die Oktober- oder die September-Box. Also es ist auf jeden Fall die, die jetzt kam. Ja, und wir gucken rein. Wir haben schon reingeguckt, wie immer. Dip Six. Knoblauch. Da ist auch so eine Mischung drin, um einen Dip für die Six zu machen. Aber wir haben keinen Joghurt. Ja. Wir haben zumindest keinen ungesüßten Joghurt. Das heißt, wir können höchstens kurz gucken, ob die Dips, die Sticks so die tauglich Stips, sind. Die Sticks ohne Dicks, was? Ja. Sieht ein bisschen aus wie Erdnussflips. Und sie schmecken nach nicht viel alleine. Mm-mm. Also es ist wirklich nur Träger für den Dip. Ich bin unbegeistert, aber vielleicht ist es mit Dip besser. Worüber ich mich sehr gefreut habe in dieser Box, weil ich gehofft habe, dass es in diese Box kommt, seit ich es im Supermarkt gesehen habe. Wer hat das Original Karamell Popcorn? Und ja, das ist jetzt der offizielle neue Slogan. Das gibt es auch noch. Der Jingle. Ja. Das gibt es noch in einer anderen Geschmacksrichtung. Das hier ist Geschmacksrichtung Brezel. Das gibt es auch noch in Rot. Auch wenn ich nicht weiß, wie rot das ist. Das sind wir ein Klumpen. Okay. Der Mann hat einen Riesenklumpen und ich kriege nur so ein kleines Popcorn. Voll unfair. Oder eine kleine Brezel. Warum hast du den Klumpen? Ich habe reingegriffen und er war da. Mm. Ist schon ein bisschen pervers. Mm-hmm. Das ist salziges Karamell, das kann nur geil sein. Mm. Also wir fassen zusammen, da sind kleine Brezel drin. Es ist Karamell, es ist salzig, es ist lecker. Hals, Holz, Hals. Zuckerfrei Hals. Auf jeden Fall Erdbeergeschmack, Bonbons. Ich habe hier ein Quetschi mit Karotte, Apfel, Spinat, Linse und ich habe die Befürchtung, dass das ganz schön eklig wird. Aber ich werde es trotzdem probieren. Und ich frage jetzt, wie lange lutsche ich jetzt an diesem Bonbon? Keine Ahnung, vielleicht musst du es nur kurz lutschen und dann musst du es ausspucken. Hm. Nicht so deins? Nee, das schmeckt wie schon mal gegessen. Das hier schmeckt interessant. Gemüsequetschis hat der Teufel gemacht. Das hat ein bisschen was. Hier steht auch irgendwas von Freshness Release. Das hat ein bisschen was von den Eisbonbons. Ich weiß nur nicht warum. Na, wahrscheinlich, weil es ein Freshness Release hat. Um diesen ekligen Geschmack runterzuspülen, hilft eigentlich nur eins, nämlich ein Chi. Das erinnert mich an die alte, was war das, Duplo-Werbung? Und was ist mit Chi? Das hier kenne ich schon, das ist grüner Tee und Mango, das schmeckt geil. Ich muss es nur runterspülen. Die Flasche hat gelitten, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja, Mann. Guter Tee mit Mango. Süßer, als man vielleicht vermuten würde. Echt? Ich hätte... Er ist nicht so super süß, aber ich hätte ihn trotzdem herber erwartet. Damals, also als ich ihn vor Jahren das erste Mal probiert habe. Also im Vergleich mit so manch anderen Tee oder so. Ja. Eis, den man im Supermarkt kriegt, geht ja schon echt. Ja. Klar. Oh, es ist noch ein Quetschi. Noch ein Quetschi. Banane, Karotte, Brokkoli, Quinoa, Blaubeere. Den musst du probieren. Ich weigere mich. Klingt aber guck mal, was wir haben. Wir haben einen Erbse-Basilikum-Brotaufstrich. Und da kannst du mir nochmal die Dipsticks dafür geben. Mhm. Und erstmal das kosten. Juhu. Mhm, das riecht gut. Also die Banane und die Blaubeere versucht, das irgendwie. Sprich weiter, ich ignoriere mich einfach. Versuch das irgendwie ein bisschen rauszuholen, dass der Rest halt gemüsefrei ist. Aber das ist halt, also es ist ja für kleine Kinder gedacht und deswegen sind die immer nicht gesüßt groß oder so. Es ist oder halt, irgendwie gewürzt oder irgendwas. Es ist halt ein bisschen fad. Das ist gut. So good shit. Das ist nämlich auch gewürzt. Ja. Und dafür taugen die Dips auch ganz gut. Ich glaube, den hatten wir sogar schon mal drin. Oder zumindest einen ähnlichen. Das ist halt der Vorteil an den Sticks. Dadurch, dass die selber keinen Geschmack haben, kannst du die eigentlich zu allem verwenden. Dann. Ja, ein bisschen Geschmack haben die. Da haben wir minus L Milch. Würde ich jetzt nicht unbedingt aufreißen zum Probieren, weil ich gehe davon aus, dass sie halt wie Milch schmeckt. Aber sie hat extra viel Protein. Und deswegen hat sie so eine coole, das männliche Sportlerverpackung. So eine schwarze, meinst du? Ja.
Und sie hat nur 0,9% Fett. Schmeckt bestimmt einfach nach aufgeweichtem Wasser. 51, wow, ja. Was wir stattdessen probieren können, sind diese Dinger hier. Das ist einmal Cremefüllung mit Schokostückchen, ja, und einmal Haselnuss. Bist du nicht eher sonst der Haselnuss-Typ? Aber Schokofüllung. Also Schokostückchen. Aber Nougatfüllung. Mhm. Das ist halt ein Milchbrötchen, ne? Mhm. Also Brioche in Schneckenform gedreht mit leckerer Füllung. Mit Schokostücken. Also ich muss auch sagen... Tauschen? Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte schon Brioche, was irgendwie fluffiger und saftiger war, aber es ist trotzdem dafür, dass es abgepacktes Brioche ist. Also ich habe auch schon trockeneres gegessen. Mhm. Mhm. Aber das ist auch trockener als das. Mhm. Also weil da nämlich doch die Cremefüllung drin ist. Macht schon Unterschied. Mhm. Trotzdem sehr lecker. Mit vollem Mund sprechen. Wir haben schon wieder Bier, was ich schon wieder nicht trinke. Und zwar einmal Beck's Pale Ale, charaktervoll hopfig, und einmal Amber Lager, aromatisch vollmundig. Der Mann wird eins davon probieren. Welches möchtest du? Links, rechts, Amber. Links, rechts. Okay. Ich werde in der Zeit den Baileys aufmachen. Das ist nämlich Almond Lactose Free und Dairy Free Baileys. Warte, glaub, warte. Was können wir anstoßen? Warte, warte. Ah! Es ist außerdem nur Plastik. Mmh, das ist der Hammer. Es schmeckt richtig schön mandelig, richtig schön Baileysig, total cremig, richtig geil. Finde ich auch gut. Also bei Bier ist halt immer schwierig, weil je nachdem, in welche Richtung man da eher geht, ob man das lieber herber mag oder nicht. Aber auf jeden Fall gutes Bier. Ist es ein herbes Bier? Es ist tatsächlich ein bisschen herber. Also, sag ja auch voll, und es ist halt. Und es hat auch eine männliche schwarze Verpackung. Die aber vor dem Dunkelgrün ein bisschen untergeht. Ja. Irgendwie eine komische Entscheidung. Okay, wir haben einen Hotdog, aber es ist kein Hotdog. Es ist Candy! Wir hatten in irgendeiner Box schon mal diese kleine Torte, die aus dem Candy-Zeug war. Die war auch von der Firma, nämlich von, wie heißt das Ding? Loco Loco. Loco Loco? Ich habe Angst, dass er. Oh nein, das Würstchen! Das Würstchen flüchtet und oh nein, also, der Senf flüchtet. Nein, das ist ein Brötchen, Schatz. Echt, das ist das Achso. Der Senf ist hier oben, das sind so Schnüre. Hotdog ist Weingummi. Dann ist hier so. Was ist das Zeug. Brötchen? Das ist so, so Schaumgummi. Hm, halt auch Gummizeug. Mit Cola-Geschmack. Das ist halt alles Gummizeug. Mhm. Es sieht halt aus wie ein Hotdog. Mhm. Das ist also witzig. Und last but not least. Ich bin noch am Kauen. Entschuldigung. Kau schneller. Nein. Schnapp, 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 schnapp. Auch schon bin ich jetzt wieder dran. Und last but not least haben wir eine Milka-Tafel in neuer Verpackung mit neuer Sorte Erdnuss Crisp Peanut Crisp. Das klingt auch nach einer guten das Sorte. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Sorte. Ich muss sie nur aufbekommen und dann muss ich sie irgendwie so verstecken, dass der Mann davon nichts abbekommt. Na, nix. Also Erdnüsse in Schokolade schmeißen ist immer erstmal eine gute Idee. Mhm. Und es sind so kleine Karamellstückchen drin, das ist auf jeden Fall auch gut. So. Mmh, nom, 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 nom. Und das war sie schon wieder, diese Degusta-Box. Ich habe zwei Favoriten, nämlich vollkommen unerstaunlich das Baileys und auch vollkommen unerstaunlich das Popcorn. Ja, Baileys hätte ich nicht geraten, Popcorn war irgendwie klar, weil gesalzenes Karamell. Ja, gesalzenes Karamell ist einfach Beste. Ich muss drüber nachdenken, also ich glaube auch das Popcorn, weil es war schon, es ist, also es ist pervers, aber es ist geil. Mhm. Aber ich fand tatsächlich auch von den Schnecken, von den Brioche, die Variante mit der Cremefüllung und dem Schoko war ziemlich lecker. Ja. Das fand ich sehr gut. Okay, dann haben wir's. Macht's gut und tschüss!